Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Krieg alle möglichen Indoor-Maps, aber nie die neue, die ja eigentlich wieder im Spiel sein sollte. Die Police Station. Das klingt nach Legion. Oder nach Buba. Mal gucken. Aufpassen, dass er nicht hier die Tür aufmacht. Irgendein Killer kam um die Ecke. Ich weiß nicht, wer. Oba. Ah. Kacke. Er ist oben. Pass auf. Ah, der ist unten. What? Ja, blöd. Hilfe. Upsi. Weißt du nicht, wo die jetzt sind? Oh, der ist natürlich schon an. Wartet mal, hier irgendwo auf dem Gang war doch auch einer. Okay, der ist auf der anderen Seite. Nimm mal den. So. Erster Schreck. Überstanden. Killer kann nur von dort kommen, von der Tür. Ja, aber ich habe natürlich jetzt hier das Problem. Dass ich kurz gestunt bin, wenn ich runterfalle. Ich glaube, hier habe ich gerade eben schon geguckt, ne, ob hier ein Totem ist. Heulende Myrte. Ersten Generator. Wir werden hier ran. Es müssen Erle weg. Ich hab mein Flink zurück. Ich habe mich schon gewundert, warum ich erst mit dunkler Wahrnehmung nichts gesehen habe, aber ich glaube, er war einfach so dicht hinter mir, dass gar nichts zwischen uns war und ich deshalb die Aura gar nicht sehen konnte. Irgendwas war gerade dort hinten am Gang. Ich weiß halt wirklich leider nicht, durch den Qualitätsverlust aufgrund meines PCs, Encoders, OBS, weiß ich gar nicht, was ihr alles noch überhaupt so gut sehen könnt. Aber ich kann es leider nicht ändern. Oha! Haben wir hier einen Tüftler dabei? Ich bin mir nicht sicher, ob wir einen Tüftler dabei haben.
Puh, was ein Lack. Schnell hier wieder ran. Weggegrabbelt. Ich sehe den Killer nicht. Nee, ich muss hoch. Oder haben wir hier unten noch? Okay, wir haben hier unten noch Generatoren. Oder sieht man den Killer auch nicht, wenn Tüffler getriggert ist? Weiß gar nicht. Weil er ist ja da quasi unsichtbar. Habe ich ihn deshalb nicht gesehen? Aber er schlägt mehr, als dass er sägt. Er wird Nöte haben. Tüffler. Und er ist Gott sei Dank blind. Schnell wieder ran. Ich wollte gerade sagen, bevor das wieder unter die Tüftlermarke. Kein Nöt. Okay, dann mach du. Wir sind alle hier. Die Frage ist, kriegen wir Yui gerettet? Wenn sie fällt. Wenn sie hängt. Ich glaube, wir sollten aufmachen, damit Yui weiß, dass wir soweit sind. Sind die denn? Ich mache jetzt hier auf. Nicht. Geht der nicht durchs Fenster? Steht vor ihr. Oh nein, hier geht's nicht hoch. Ah.
Ja. Irgendwie haben wir es geschafft. Tatsächlich. Die Punkte von mir. Warum kriege ich einfach keine Punkte in letzter Zeit? Warum? Oh, egal, wir sind raus. Und ich habe nochmal mitgeholfen irgendwie. Ich habe dazu beigetragen, dass er sich versägt hat und gerettet werden konnte. Und danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Bis zur nächsten Folge. Sehr gern mit euch, für euch. Bleibt gesund, macht's gut, bye bye. Tschüssi.